Willkommen zurück bei Let's Play Bioshock. Ich habe gleich am Anschluss das jetzt gemacht. Und ich weiß gar nicht, wohin ich eigentlich muss. Hoffentlich ist das Rauschen auf dem Kopfhörer nur in... Ah, das nervt irgendwie. Nur bei mir zu hören, hoffe ich zumindest. Wo geht's denn hier lang? Man kann sich ja trotzdem noch ein bisschen umschauen. Oder müssen wir sogar hier hoch? Erster Einsatz Vita Chamber. Kunde Ryan Industries. Phase 1 ist abgeschlossen. Sinclair und Alexander haben versucht, mir die Grundlagen zu erklären, aber Su Chong glaubt ihnen nicht. Sie reden immer von Plasmidrekonstruktion hier und Quantenverstrickung dort und wollen damit beweisen, dass man Tote wieder auferstehen lassen kann. Blödsinn. Aber natürlich wird Ryan den Versuch nur zulassen, wenn er mit seiner eigenen genetischen Frequenz getestet wird. Ist das dein Welpe? Er ist sehr hübsch. Danke, Papa Su Chong. Brich ihm das Genick. Was? Süßen Welpen das Genick. Nein, bitte! Brich dem Welpen das Genick. Wärst du so freundlich? Nein! Nein! Sehr schön. Alter, was für ein Arsch! Fortgeschrittene Entwicklungscharge Nummer 111, Dr. Su Chong, Kunde Fontaine Futuristics. Das Baby ist jetzt ein Jahr alt, wiegt 27 Kilogramm und hat die Muskulatur eines durchtrainierten 19-Jährigen. Der Attentäter hat meine letzte Verteidigungslinie durchbrochen. Jetzt ist er hier, gekommen, um mich zu töten. Was unterscheidet letzten Endes einen freien Mann von einem Sklaven? Geld? Macht? Nein. Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Du glaubst, du hättest Erinnerungen? Die Farm? Die Familie? Das Flugzeug? Der Absturz? Und dann dieser Ort hier? Gab es wirklich eine Familie? Ist das Flugzeug abgestürzt? Oder wurde es entführt? War der Absturz Absicht? Wurde es von irgendjemandem gesteuert, der kein Mensch war? Von etwas, das durchs Leben schlafwandelt, bis es durch ein einfaches Kommando von seinem Meister aufgeweckt wird? Wurde ein Mensch entsandt, um mich zu töten, oder ein Sklave? Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Komm rein. Okay. Also irgendwie will ich den gar nicht umbringen. Aber ich glaube, wir haben gar keine andere Wahl. Du stehst ziemlich ungünstig, mein Freund. Aber okay. Halt. Wärst du so freundlich, stehen zu bleiben? Wärst du so freundlich? Eine wirkungsvolle Redewendung. Kommt sie dir bekannt vor? Wärst du so freundlich? 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 Wärst du so freundlich, endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Wärst du so freundlich, dich hinzusetzen? Wärst du so freundlich aufzustehen? Zu rennen! Anzuhalten! Umzudrehen! Ein freier Mensch hat die Wahl. Ein Sklave gehorcht. Töte! Aua!
Der Freie hat die Wahl! Wir scheinen nicht gerade sehr frei zu sein. Der Sklave gehorcht! Hör auf! Lass das! Nein! Nein! Gehorche. Oh mein! Nein! Wieso? Naja, Feuerbegräbnis. Ich glaube nicht, dass Ryan der Böse ist. Ich glaube auf keinen Fall, dass Ryan der Böse ist. Der wirkliche Böse wird gleich noch kommen. Einen Moment, ich möchte gerade mal... Noch ein Stückchen leiser. Das war das Falsche. Audio. Nein, noch ein bisschen. Es ist an der Zeit, die Maskerade zu beenden. Es gibt keinen Anlass, Kleiner. Es hat nie einen gegeben. Weißt du, mein Freund, in meinem Geschäft braucht man mehrere. Schon mal 6 Monate lang ein Chinese. Aber du bist ein feiner Kerl. Darum sollst du die Wahrheit erfahren. Mein Name ist Frank Fontaine. Das ist Fontaine. Oh oh. Passen Sie auf, Mister. Auf Wiedersehen, ihr zwei. Ein Moment noch. Audio. Da gehen wir wieder zurück auf 8. Aua! Aua! Nein, nein, lauf! Ich kann nicht! Ach so,
Ich bin ja auch schlau. Ich mähe einfach alles über den Haufen. Oh, weg hier! Okay, und weg. Olympus Heights. Aha. Okay. Boah. Oh mein Gott. Adrenalin pur, ey. Huh. Aha. Ach, bist du groß geworden. Aber du warst ja schon immer groß, sogar als Baby. Und was für ein Temperament du hattest. Das hast du bestimmt immer noch, oder? Natürlich bist du wütend auf Fontaine. Auf mich wärst du sicher auch wütend. Ich war eine echte Rabenmutter. Okay. Du hast viele meiner Kleinen gerettet. Ich stehe in deiner Schuld. Oh, wie süß. Ich habe an dir gearbeitet, während du schliefst. Ich konnte die mentalen Manipulationen, die Fontaine bei dir vorgenommen hat, zum Teil auflösen. Er hat keine vollständige Kontrolle mehr über dich. Trotzdem wird er wahrscheinlich noch in der Lage sein, unangenehme Dinge mit dir anzustellen. Das gehört mir. Entschuldigung. Fontaine hat die meisten dieser Schlüssel, aber nicht alle. Ich habe deinen Körper entworfen, aber Souchon hat deinen Geist erschaffen und Fontaine gelehrt, dich zu steuern. Wenn wir Glück haben, finden wir ihn in seiner Wohnung in den Mercury Suites. Vielleicht finden wir dort auch Teile von dir, die er nicht erreichen kann. Da ist zu. Nee, das will ich nicht. Aber ich will ja doch nicht mit einer Waffe entgegentreten. Jetzt steckst du also mit Tennenbaum unter einer Decke, was Kleiner. Ach, diese liebende Gänsemutter. Okay. Wir hatten unseren Spaß, Kleiner. Aber jetzt wärst du so freundlich, dich von einem Big Daddy platt machen zu lassen. Ich hab gesagt, dich von einem Big Daddy platt machen zu lassen. Ich mach dich gleich platt. Sieht ganz so aus, als hätte die Gänsemutter an deiner Birne rumgeschraubt. Kein Problem, wenn du nicht mehr nach meiner alten Pfeife tanzt. Ich hab noch was Neues auf Lager. Code Yellow. Aua! Das werden wir sehen, Arschloch. Wenn du Fontaines Kontrolle entronnen bist, wirst du Rache nehmen können. Und meine Kleinen werden seine schmutzigen Machenschaften nicht mehr zu fürchten haben. Hey, Arschloch! So. Wenn wir schon mal dabei sind. Oh doch, na komm.
Entschuldigung. Ich habe dir eine kleine geschickt. Sie hat ein paar Sachen dabei, die dir deine Last leichter machen werden. Oh, mal ein bisschen durchsuchen. Aber nochmal ganz kurz. Klick. Oh Mann, geht nicht mehr. Los, hacken! Jetzt wird's lustig! Naja, Gnade will ich das nicht nennen. Aber mit Waffe bist du gar nicht so schlecht, ne? Nicht mal so im Irrtum. Nein! Okay, 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 okay. Okay, hoch. Und nochmal hoch und los, 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 los. Rüber und rüber und rüber. Jetzt haben wir unseren eigenen Vater umgebracht, nur wegen so einem Scheißbefehl. Aber das gibt noch Rache, ey. Das kannst du aber wissen. Den mach ich rund. Das ist ja ein richtiges kleines Monster, das Fontaine da ausgegraben hat. Wenn sie spricht, was so gut wie nie vorkommt, tut sie das mit einem schweren, ätzenden Akzent. Ihre Haare sind verdreckt und den senfbeschmierten Pullover trägt sie anscheinend jeden Tag. Aber eins muss sie Frank lassen, diese Osteuropäerin, diese Tenenbaum, ist wie ein ungeschliffener Diamant. Keine Ausbildung, keine Erfahrung, aber wenn man sie vor eine Gensequenz setzt, kannst du damit umgehen wie Mozart mit dem Cembalo? Ich geh dann mal. Gut, ich würde sagen, ich beende die Folge an der Stelle und bis zum nächsten Mal. Tschüss.